So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem vierten Spieltag der SSV Jahren besiegt den FC Schalke 04 mit 4:1. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer Dimitrios Gramotzes vom FC Schalke 04 und der Jahren-Cheftrainer Mersat Selimbegovic. Und das erste Wort gebührt wie immer unserem dem Gästetrainer. Herr Gramotzes, Ihre Worte zur Partie. Ja, Glück auf und hallo erstmal. Zunächst einmal Glückwunsch an den Jahren und an Mersat für den Sieg. Der finde ich dann auch in der letztendlich auch verdient ist irgendwo. Ich finde, dass wir uns viel vorgenommen haben vor dem Spiel, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. Wir wussten auch, dass wir auf einen Gegner treffen, der natürlich Selbstvertrauen hat, der nach den letzten Spielen auch weiter an sich glaubt und weiter auch hier die Serie ausbauen möchte. Es finde ich natürlich, denk mal schlecht an mit dem Tor, dass wir natürlich auch selbst verschulden, wo wir dann die falsche Entscheidung treffen, anstatt vielleicht den Ball kurz nach außen zu spielen und von da tief, weil wir auch vorne oft die Möglichkeit hatten, auf Simon und auf Bülti Mann gegen Mann zu treffen. Da haben wir dann ins Zentrum gespielt, verlieren den Ball und der Jan nutzt das aus. Und danach, wie auch insgesamt im Spiel, hatte ich das Gefühl, wir haben zwar den Ball gehabt, wir haben zwar auch versucht, nach vorne zu spielen, aber irgendwie hat die letzte Schärfe so gefehlt, die letzte Passgeschwindigkeit. Da, wo wir hätten andribbeln müssen, haben wir zu früh gespielt. Da, wo wir gespielt haben, hätten wir vielleicht nochmal weiter dribbeln müssen. Es war letztendlich leider zu wenig. Und wenn man dann noch 3 Standardtore bekommt, dann ist natürlich das Paket natürlich sehr, sehr negativ heute. Es tut sehr weh, weil wir auch in der Höhe unseren Fans, glaube ich, einen schlechten Tag beschert haben. Das tut am meisten weh. Aber wir wissen auch, dass wir trotzdem weiterarbeiten müssen. Ich will das nicht als Ausrede immer sagen, dass wir eine zusammengewürfelte Truppe haben, aber wir müssen versuchen, da einen Weg zu finden, so schnell wie möglich eine Mannschaft zu werden. Nicht nur in der Kabine, sondern auch auf dem Platz. Das werden wir versuchen, dafür arbeiten wir hart für hart oder hart jeden Tag. Aber wir dürfen natürlich nicht uns so präsentieren und dann auch in der Höhe verlieren. Das geht natürlich nicht und deshalb ist es ein wirklich sehr, sehr, oder eher gesagt, kein guter Tag für uns. Wir werden aber trotzdem dieses Spiel auch aufarbeiten, werden versuchen, die Fehler mit den Jungs zu besprechen, damit wir dann in dieser Woche diese Inhalte versuchen zu verbessern, weiter daran arbeiten, an der mannschaftlichen Geschlossenheit und dann einen guten Auftritt im nächsten Heimspiel zeigen werden. Dem Jan alles Gute und Dankeschön. Vielen Dank. Und Mersat, dein Statement zur Partie. Ja, danke. Hallo zusammen. Ja, wir haben nicht so gut begonnen. Wir haben zu viel Respekt gehabt gleich in die ersten Minuten, haben uns nicht getraut, da durchzuschieben, durchzusichern, ein bisschen mehr zu stressen. Das würde nach 10, 15 Minuten immer besser. Wir haben natürlich mit Absicht ein bisschen Ball den Gegner überlassen und wollten einfach warten, dass die in diese Räume spielen, wo wir dicht voneinander stehen, wo wir uns immer gegenseitig helfen könnten. Das haben wir ein paar Mal richtig gut gemacht. Aber vor dem ersten Tor ist überragend, wie die Stürmer geschlossen haben, Ball erobert haben, schnell in die Spitze. Und dann, ja, im Moment ist es so, dass wir auch außer Distanz fast alles, was wir schießen, irgendwie ins Tor geht. Das hilft natürlich, dann ist es deutlich einfacher zu spielen. Und ja, schade war nur, dass wir am Ende trotzdem nur mit 1-0 in die Pause gehen, weil diese Riesenchance von David Otto nach dem gegnerischen Standard, das war auch richtig gut gemacht mit viel Speed, viel Tempo, viel Entschlossenheit und Wille, und leider Torwart reagiert super. Ja, und dann immer wieder in zweite Halbzeit nicht so begonnen, habe ich Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen Angst haben von dem, okay, wir fühlen gegen Schalke 1-0, boah, wir haben was zu verlieren auf einmal. Und dann war es wieder so, wie das im Moment bei uns ist, rechtzeitig 2-0, und dann war es noch besser und befreit aufzuspielen. Und ja, mit dritten Tor war es mehr oder weniger ziemlich klar, in welche Richtung dieses Spiel geht. Aber am besten hat mir gefallen, wie wir reagiert haben nach dem Anschlusstreffer oder Gegentor vom Schalke, dass die Jungs da einfach weitergespielt haben, Ruhe gezeigt haben und dann am Ende auch vierten gemacht. Bin stolz im Moment, wie die Jungs das umsetzen, wie die das machen, wie die sich auch feiern für jeden Zweikampf, jeden Einwurf. Alles, was die machen, das Gefühl, dass die füreinander da sind, dass die bereit sind zu helfen, auch wenn einer Fehler macht. Und ja, unheimlich stolz auch für unsere Fans, die heute überragend waren. Also das habe ich letztes Jahr immer wieder wiederholt. Und ich glaube, dass am Ende viele dachten, dass ich da auch so irgendwo ein bisschen Ausrede suche. Aber ich sage es nochmal, wenn hier die Hütte voll ist, dann ist schwer auch für Schalke und Hamburg und egal wer kommt. Das ist einfach so mit dem intensiven Spielweise, die wir präferieren.
Und am Ende, Gott sei Dank, wir konnten ihn glücklich machen. Schade, dass nur 5.000 waren, weil ich kann mir schon vorstellen, was da wäre, wenn es über 15.000 da waren. Jetzt gilt es, sich zu regenerieren, zu erholen, den nächsten Gegner analysieren und einfach dranbleiben, nicht sich zu gut finden, weil das, glaube ich, das Gefahr da lauert, dass man denkt, dass man besser ist, als wir sind. Wir haben einfach einen Lauf, da musst du dranbleiben, weitermachen. In Demi und Schalke natürlich alles Gute, weiterhin gute Heimreise und bis auf nächsten. Dankeschön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Gerne per Handzeichen melden. Mikro kommt, fangen wir in der letzten Reihe an. Ja, Herr Kramotzes, 4 Punkte sind jetzt aus 4 Spielen. Ich nehme an, das ist kein Start, mit dem Sie zufrieden sein können, oder? Bitte, ich habe es nicht verstanden. 4 Punkte aus 4 Spielen ist jetzt kein Start, mit dem Sie zufrieden sein können. Nein, bin ich auch nicht. Also wir haben uns natürlich mehr erhofft, was die Punkteanzahl angeht. Wir wissen auch, dass wir punktetechnisch nachlegen müssen. Aber ja, mehr als arbeiten und mit den Jungs versuchen, uns jeden Tag zu verbessern, können wir auch nicht. Wir wissen, dass es keine einfache Saison wird. Das war uns allen klar, weil einfach dieser Umbruch, wir haben fast 30 Bewegungen gehabt, Zu- und Abgänge. Ich glaube, das haben manche Mannschaften in 4 Jahren, was wir in einer Transferperiode hatten. Und wir wissen, dass wir keine Quantensprünge machen können, sondern wir müssen von Tag zu Tag uns verbessern. Solche Ergebnisse dürfen trotzdem nicht sein, das muss man auch nochmal sagen. Trotz vielleicht dieser neuen Wechsel oder der vielen Wechsel, da müssen wir uns einfach anders präsentieren. Aber wir werden jetzt das Spiel analysieren und dann werden wir vorangehen, damit wir danach im Spiel auch im nächsten Spiel wieder besser machen. Einmal weiter vorne, genau. Dimi, du hast zur Pause Itakura gebracht für Florian Flick. Kannst du sagen, warum du ihm schon die Chance gegeben hast und nicht zum Beispiel Wouters? Weil ich fand, ihm hat man die fehlende Bindung noch deutlich angemerkt. Das fand ich überhaupt nicht. Also ich fand, dass der Co. uns absolute Ruhe mit dem Ball gegeben hat. Ich fand, dass er auch dann mit dieser Einwechslung, das hat man glaube ich auch vom Beginn der zweiten Halbzeit gesehen, hatten wir dann auch eine gute Spielkontrolle. Und wir haben einfach heute dann, was Merzat glaube ich auch richtig gesagt hat, zur ungünstigsten Zeit dann auch immer die Tore bekommen. Genau in dieser Phase, wo wir uns dann wieder spielerisch gut gefühlt haben, kommt dann das nächste Gegentor. Und ja, das sind natürlich Nackenschläge. Aber ich fand, dass Kohes dafür, dass das erste Spiel war, uns auch viel Ruhe gegeben hat. Auch wenn er angedribbelt ist, hat er trotzdem die Ruhe behalten, hat trotzdem die Option gesucht. Und deshalb bin ich da nicht der Meinung, dass er nicht gut im Spiel war. Dann in der ersten Reihe. Befürchten Sie jetzt, Herr Gramotzes, dass es ein bisschen unruhig wird um den Verein? Die Fans waren ja jetzt ziemlich sauer, was ich gesehen habe da auf der Tribüne, dass jetzt verstärkt Kritik aufkommt. Solche Spiele tragen natürlich nicht dazu bei, dass es ruhiger wird, das ist natürlich klar. Aber wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, was wir machen müssen, damit wir uns wieder verbessern. Und da wieder unseren Fans auch das Gefühl zu geben, dass sie dann auch ja, mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Und auf Schalke ist es nie ruhig oder sagen wir es mal so, es ist nicht so, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Man muss sich von Tag zu Tag bessern und verbessern und das machen wir. Aber wir sind intern ruhig, wir wissen, was wir können, wir wissen, wo wir hinwollen und wir wissen auch, was wir mit den Jungs herausarbeiten müssen. Dann 2 Nachfragen auf der linken Seite. Herr Selim Begovic, Sie haben ein starkes Kollektiv gehabt, deshalb nehme ich an, Sie werden nicht jemanden einzeln herausstellen. Würden Sie trotzdem was zu David Otto sagen, zu seiner Entwicklung und wie er heute aufgetreten ist? Da haben Sie recht, das mache ich umgehen, aber ich kann nur sagen, David Otto arbeitet vom ersten Tag, seit er hier ist, ehrlich und hart in sich. Der opfert alles und gibt alles, was er hat für die Mannschaft und deswegen freue ich mich unheimlich, dass er auch heute getroffen hat, vor allem nach dieser verpassten Chance, die in der ersten Halbzeit. Wenn Stürmer gut arbeiten, die wissen schon, dass die Vertrauen auch kriegen, aber dann ihnen tut es gut, wenn die auch Tore machen und das freut mich unheimlich für David. Auch an Sie eine Frage, Bichele vom Kicker. Sie haben gesagt, die Gefahr ist da oder die lauert, dass man die Mannschaft denken könnte, sie ist besser, als es tatsächlich wäre. Jetzt die 2 Fragen dazu. Was macht der Trainerstab Sie dagegen und wie gut ist der Jan? Also das hat mit dem heutigen Spiel nichts zu tun. Seit
letzter Spieltag, letzte Saison, wo wir hier 3-0 gewonnen haben gegen St. Pauli und dann haben wir richtig gute Vorbereitungen durchgemacht und es ist nur Lob, es wird nur gelobt und. Und das dann natürlich, das sind auch Menschen, wenn du ständig gelobt wirst, dass du irgendwann dich ein bisschen verlierst. Gott sei Dank, wir haben Jungs, die verstehen, um was es geht. Da ich als Trainer muss ich wirklich nicht viel machen, aber ich muss jedem immer wieder deutlich machen, woher wir kommen, was ist unser Ziel und wie lange Reise vor uns steht. Und das ist das Einzige, was ich da immer wieder mal ein bisschen ins Spiel bringen muss. Trotzdem nochmal die Nachfrage, wie nah kam das denn heute zu dem, wie Sie sich die Mannschaft vorstellen, was Sie sich von Fußball vorstellen? Also ist das irgendwo so in den Top 5 der Leistungen, die Sie von der Mannschaft in Ihrer Amtszeit gesehen haben? Das war sehr gut heute, sehr abgezockt. Also wir haben noch intensivere Spiele gemacht mit mehr Umschaltmomente. Heute war es auch vom Wetter her, glaube ich, nicht viel möglich. Das haben wir nach erster Trinkpause bei beiden Mannschaften gemerkt, dass es ein bisschen schwer war. Was mir persönlich gefallen hat, wie wir die ganze Zeit kompakt waren, auch mit dem Gegner kleine Fenster mal bespielt hat und sich aufgedreht hat, dass die Jungs, die von hinten rausgeschoben haben, gedoppelt haben. Und das kann schon ein bisschen im Kopf was bewegen. Dann kommt Schalke nochmal und es sind noch 10 Minuten zu spielen. Im Moment haben wir wirklich diese Momente, die einfach auf unserer Seite sind. Also wir schießen da diese 3 Standardstore. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr insgesamt 3 Standardstore gemacht haben. Es ist halt so. Und das macht einen Unterschied. Dann genau nebenbei. Genau, Linus Freimark von der Süddeutschen. Herr Selimbegovic, letzte Saison war die Offensivabteilung ja vielleicht so ein bisschen schwächer. Dafür hatte man mit Albers einen Top-Torjäger. In dieser Saison ist vielleicht so ein bisschen umgekehrt. Jetzt hat man schon 12 Tore geschossen, Albers dagegen noch keins. Wie erklären Sie sich diesen Offensivboom vielleicht und warum ist Albers dann noch so ein bisschen außen vor? Es ist einfach zu erklären, weil das brutal schwer zu erklären ist. Also wir haben die Dinge genauso gemacht letztes Jahr und vielleicht mehr. Wir haben es gefordert, schießt aus Distanz mal und. Aber wir haben letztes Jahr immer eine falsche Entscheidung getroffen. Jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen klarer im Kopf. Diese gute Vorbereitung hat Jungs ein bisschen Push gegeben und das macht schon was mit Kopf und das ist wichtig, dass da Dinge reingehen. Also wenn man sieht, wie Gimba im Darmstadt-Tor macht oder Niklas heute oder Kopfball von Gimba im Kiel und David Kopfball heute oder Singh letzte Tor, das ist schon überragend. Also wir haben nichts Besonderes gemacht, es ist im Moment so, es läuft und Andreas arbeitet unheimlich viel und ich mache mir da keinen Kopf, weil es ist auch okay, wenn er jetzt nicht trifft, wenn die anderen treffen und wenn die anderen nicht treffen, wenn er beginnt, dann ist das umso besser, glaube ich. Und in der Mitte noch. Dimi, musst du dich von diesem kurzen Spielaufbau mit dem Personal, das dir zur Verfügung steht, verabschieden? Das ist ja nicht nur bei dem Gegentor nicht gut gegangen. Danach gab es ja noch 1-2 Szenen, in denen es eher gefährlich aussah. Oder kann die Verpflichtung von Itakura das komplett beheben? Ja, wir haben ja eine Art und Weise, wie wir Fußball spielen möchten. Wir können jetzt ja auch sagen, wir hauen jeden Ball nach vorne. Wenn Gegentore passieren, dann sagt man immer, ja, soll man lieber den Ball nach vorne hauen. Also ich bin aber kein Fan davon, denn leider gehört es im Fußball dazu, dass sowas passiert, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir auch hinten raus, wenn der Gegner uns zustellt, Optionen schaffen wollen im Spielaufbau, dann müssen wir auch leider damit auch rechnen, dass sowas passiert. Es darf natürlich nicht passieren, aber es passiert leider. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie können wir trotz dieses Drucks nochmal eine bessere Option finden, denn der Flo hätte jetzt den Ball normalerweise gar nicht kriegen dürfen. Das war eine falsche Entscheidung vom anderen Spieler. Und wenn der Flo dann den Ball hat, natürlich war dann der Victor auch da, den hätte er in die nächste Ebene spielen können. Also die Optionen waren da, nur die Umsetzung war jetzt nicht so. Aber wir werden weiter dranbleiben, weil wir von dieser Art und Weise überzeugt sind. Ich bin kein Fan davon, da alles über den Haufen zu schmeißen, wenn einmal was nicht geklappt hat, sondern wir müssen den Jungs weiter Vertrauen geben, wir müssen ihnen Automatismen geben und das werden wir tun. Weitere Nachfragen. Genau, dann vorne noch. Mersat, ist diese Vielfalt der verschiedenen Torschützen, die ihr jetzt aufzuweisen habt, und die Liste ist ja heute größer geworden, ist die Ausdruck, wie weit ihr als Mannschaft schon seid und wie sehr die Dichte, das ist man bei Jahn Regensburg auch nicht unbedingt gewohnt gewesen, im letzten Jahr war die Dichte beileibe nicht so hoch. Auch von dem, was von außen kommen konnte.
dass ihr dort relativ weit seid? Nee, ich würde nicht sagen. Das ist, das spricht oder zeigt einfach, was jetzt alles auf unserer Seite ist im Moment. Und das ist einfach so. Das sieht man auch von Tor von Breitkreuz. Die Standards, kann ich aber jetzt sagen, war nicht so geplant, war nicht einstudiert, schlecht geschossen und dann Albers steht da, nimmt an und der andere macht den Fall und trifft ihn in, also fast Innenpfosten. Also da brauchst du auch Quentin Glück, das ist halt klar. Und über Dichte weiß ich nicht. Das wird man erst nach dem 34. Spieltag sagen können, ob die Dichte durch die ganze Saison besser war als letztes Jahr. Es zeichnet sich so jetzt im Moment aus, aber genau das ist Kunst, dass die Jungs auch, die jetzt im Moment nicht immer spielen und so dranbleiben und diese Leistungsdichte zu erhalten, braucht man die. Da ist auch klar und das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, ob das so bleibt und können wir dann über diese Breite im Kader vielleicht sagen, es war dieses Jahr besser als Jahr davor. Von außen fühlt es sich ein bisschen unwirklich an, gerade von innen auch? Seid ihr auch so ein bisschen, ich habe stellenweise so den Eindruck gehabt, ihr könnt selber nicht so recht glauben, was da so gerade gespielt wird? Ja, der Eindruck täuscht nicht ganz, aber wir wussten, dass wir immer wieder eine Chance haben, wenn so viele Sachen zusammenkommen, wie es im Moment bei uns kommt. Aber beim besten Wille und Optimismus, den wir auch immer dabei haben und interpretieren, konnten wir nicht dran denken, dass wir nach 4 Spieltagen 12 Punkte haben. Das ist halt so. Das Momenten nehmen wir gerne mit, genießen kurz und machen einfach weiter, weil wir brauchen noch, glaube ich, 10 Siege zu unserem Ziel. Und das ist schon jede Menge in dieser Liga. Danke. Gerne. Genau, und der erste Reihe noch. Die Möglichkeit, 5 Spieler aus- und einzuwechseln, hilft sicherlich dazu, den Kader stabiler zu machen und breiter und dass jeder dazugehört sozusagen. Das ist ja immer das Problem des Gesamtkaders, gerade die auf der Tribüne sitzen und die auf der Bank sitzen, ist bei 5 Möglichkeiten natürlich schon günstiger, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, oder? Stimmt, aber trotzdem ist wichtig, wie die Jungs das annehmen, weil viele, nicht nur ich, wechseln diese letzte 2 oder vielleicht 3 in den letzten Minuten. Dann denkt sich vielleicht einer oder andere, dass das auch zu wenig ist. Wenn wir das richtig einordnen und annehmen, kann uns das helfen, allen. Es ist nur wichtig, das Ganze einzuordnen und sich eine Position verschaffen im Team und für Team arbeiten. Und natürlich jeder, der arbeitet, wird dafür belohnt. Nicht nur von mir, sondern das ist einfach so im Leben. Harte Arbeit wird immer belohnt, das ist halt so. Die Länderspielpause nach dem Pauli-Spiel, ist die jetzt in diesem Flow, den wir so schön haben, günstig oder weniger günstig? Ja, erstmal muss man Pauli absolvieren, dass wir sagen können, dass wir immer noch im Flow sind. Danach kann ich was sagen. So, gibt es noch Fragen? Das ist nicht so. Dann war es das von der Pressekonferenz nach dem Spiel des SSV Jahn gegen FC Schalke 04. Ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende und den Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön. Danke.